möchte auch kurz dazu sagen, nichtsdestotrotz ist ja alles, was wir hier bereden, ist ja spekulativ. Ja. Und ich finde es spannend und diese Artworks, um es vorwegzunehmen, sehen grandios gut aus zum Teil. Die sind einfach so im Internet aufgetaucht und anfangs wusste niemand, wo die herkommen. Und jetzt ist halt klar, das muss tatsächlich von einem echten Concept Artist sein, der am Film gearbeitet hat, weil zum Beispiel hier das Design von diesem Droiden, also dieser Kugel Astromech-Droide, den wir schon kennen. Genau, das ist genau der. Und ich meine, die Szene selber ist ja auch ganz interessant. Ich würde sagen, eben, dass die weibliche Hauptrolle, die Daisy, im Hintergrund zu sehen ist und dass jemand dieses Lichtschwert mehr oder weniger zum ersten Mal zückt. Das erinnert mich sehr an die Einstellung, als Luke zum ersten Mal das Laserschwert seines Vaters. Und ja, ich sag ab und zu Laserschwert, ich bin eben die alte deutsche Synchro noch gewohnt. Das heißt natürlich eigentlich Lichtschwert. Haben die das dann eigentlich mal geändert, nachträglich? Also wurde das Episode 4 nochmal neu vertont? Nee. Okay. So wurde sogar der Ton nicht ordentlich nachüberarbeitet. Wenn man jetzt die wenn man von der Special Edition jetzt mal den digitalen Ton der amerikanischen Version hört, wunderbar nachbearbeitet. Den Ton, Ton ist schwer, nachzuarbeiten ist wirklich schwer. Die deutsche Synchro klingt genau wie in den 80ern. ist aber auch, Gott, das ist Retro, das ist okay. Also mein Herz blüht auf, wenn ich die alte Synchro höre. Das ist das Raumschiff, von dem ich vorhin geredet habe. Als man den Druiden rollen sieht, dieses Raumschiff ist im Hintergrund zu sehen. Ist es denn ein Raumschiff oder ist es auch so eine Art wie so ein Landspeeder, also so ein, einfach nur ein Fahrzeug? Ich meine natürlich eher, das sieht aus wie ein praktischer Transporter für Land natürlich, kein Raumschiff. Und es gibt noch mehr Shots damit. Zum Beispiel wird es geparkt in einem alten, zerfallenen AT-AT. Der liegt hier so auf der Seite, oder? Genau, er liegt auf der Seite. Das sieht man in einem anderen Artwork auch nochmal ganz gut. Da gibt es nämlich mehrere dazu. Ja. Offensichtlich haben sich Jabbas, Sandleute oder wer auch immer darin häuslich niedergelassen und haben das geplündert. Was ein ganz interessanter Punkt ist, weil man sagt ja, dass man das Expanded Universe mehr oder weniger ignorieren würde. Im Expanded Universe ist es ja so, dass das Imperium in zersplitterter Form immer noch da ist, auch jahrzehntelang noch. Und das würde eigentlich ganz gut dazu passen, zu dem Eindruck, dass eben altes Imperium-Zeug überall auf dem Planeten verteilt ist und natürlich die Leute das plündern. Ja. Und dass die dadurch, dass sie eben diese alten TIE Fighter haben, auch eher in der Defensive sind. Also eben nicht mehr die Ressourcen haben, da neue Waffen zu entwickeln, sondern die haben halt noch ihr altes Zeug und versuchen damit irgendwie gegen das überlegene, überlegene Allianz anzukommen. Obwohl für neue Helme scheint es gereicht zu haben, das Geld. So viel Zeit muss sein. Kein Helm, keine Competition. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Also ich meine, diese Artworks sind sowieso wunderbar, egal ob sie jetzt echt gewesen wären oder nicht. Hier, die Szene, ist, glaube ich, kommt einem sehr bekannt vor, wenn man den Teaser gesehen hat. Definitiv echt, diese Concept Artworks. Also Spekulation an der ganzen Geschichte ist, wenn diese Figur, die Daisy Ripley da spielt, die Tochter von Han Solo und Leia Organa ist, also Jaina Solo ist, dann ist sie ja irgendwie machtbegabt und damit eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Universum. Und wenn sie jetzt da auf Tatooine in so einer, ich möchte sagen, Grattler-Uniform rumläuft und mit so Schrottsachen da rumfährt, ist es halt auch in der Familiengeschichte der Skywalkers oder auch generell aller Verbündeter von ihnen immer so, wenn man sich verstecken will vor dem Imperium, dann geht man nach Tatooine. Weil wir wünschen einfach da, noch jemanden zu suchen. Und das würde halt gut dazu passen, dass sie sich da vielleicht erstmal irgendwie fernab vom Schuss versteckt und dann erst wieder reaktiviert werden muss, um dem Kampf beizutreten. Ja, hier das sieht müsste man, sie auch sein. Genau, hier sieht man sie mal in kompletter Uniform. Ich sehe auch gerade unten rechts am Bein ein Lichtschwert. Das sieht genauso aus wie dieses Doppellichtschwert, also mutmaßliche Doppellichtschwert, das sich an der Seite dieses Speeders befand. Sieht sehr so aus wie das Outfit, was dann ihre Mutter auf Endor anhatte. Also ohne diesen Poncho. Das sieht halt aus wie das Leia halt in Episode 6 getragen hat. Ja. In jedem Fall Kudos an den Kostümdesigner. Ja. Ich fand übrigens die Kostüme auch in Star Trek fantastisch. Also wie man diese alten Uniformen genommen hat, mit diesen Emblemen nochmal so leicht drin. Ja. Dass es einfach ganz ein bisschen Struktur hat und nicht nur nach Pyjama aussieht. Ja. Fantastisch. Und ich hoffe mir Ähnliches für den Film. Ist sie vermutlich wieder hier in einer ganz interessanten Situation. Man sieht einen Sith im Hintergrund, der entweder einen Helm auf hat oder eine Maske und zu Boden liegend einen anderen Skywalker. Spekulierung, Spekularum. Die hat das blaue Lichtschwert, ist demnach als gute Jedi-Ritterin irgendwie zu erkennen, vielleicht auch Jedi-Schülerin oder so. Und sie kämpft ja nicht direkt mit dem, aber es scheint so, als würde der irgendeine Machtfähigkeit gegen sie einsetzen, weil es so in ihre Richtung irgendwie deutet, dass sie da irgendwie im Clinch sind. Und diese am Boden liegende Person könnte, wenn man das Expanded Universe heranzieht, ihr Bruder Anakin Solo sein, der dann irgendwann mal der dunklen Seite verfällt, dass möglicherweise eben das der Lehrmeister ist,
der Anakin Solo auf die dunkle Seite irgendwie zieht und sie versucht dann auch ihren Bruder irgendwie wieder zurückzubringen. Und dann könnte man eben auch weiter spekulieren, dass dieser ganze Sith, den wir im Trailer schon gesehen haben, dass das Anakin Solo ist, der halt deswegen das Lichtschwert ausprobiert, weil der jetzt halt erst neu Sith ist und halt das noch gar nicht so kann. Mhm. Mutmaßlich gespielt übrigens von Adam Driver. Mhm. Die Person in dem Artwork sieht auch Adam Driver sehr ähnlich. Weil das natürlich wieder Vermutung ist, ist Adam Driver Anakin Solo. Man darf gespannt sein. Adam Driver hat auch zusammen mit Oscar Isaac in Inside Llewyn Davis tatsächlich gespielt. Und daher ja, kennen sich zumindest. Hier auch eine ganz eindeutige Situation. Sie wird von eben jenem Sith mit dieser Maske im Hintergrund festgehalten. Und auf jeden Fall sieht auch vom Hintergrund her aus, als wäre das am gleichen Ort mit diesem wabbernden Nebel. Ja. Und hier ganz deutlich zu erkennen, dass es eben keine Maske ist, sondern dass, hier, dass es ein Mensch ist mit Androiden-Zügen. Ja. Das wirkt so ein bisschen wie diese Klischee-Szene. Der Bösewicht zwingt irgendwie sie mit anzusehen, was Schlimmes mit ihrem Bruder passiert. Mhm. Dass der vielleicht gerade in irgendeinem Sith-Ritual da irgendwie initiiert wird oder so. Oder vielleicht machen sie ihm auch einen Arm ab und so einen Roboterarm hin oder so. Vielleicht, weil das sein Ding ist, weil der ja auch so halb maschinenmäßig aussieht. Mhm. Wobei es ist wie immer in Star Wars der rechte Arm, der durch einen Androidenarm ersetzt wird. Dazu gibt es später übrigens auch nochmal ein klein bisschen mehr. Jetzt kommt einer der dicksten Spoiler. Boah! Ja. Wenn das Bild mal nicht geil aussieht. Warum ist er so kaputt? Weil Luke natürlich die Überreste und die Rüstung von seinem Vater am Ende von Episode 6 auf Endor auf diesem Scheiterhaufen verbrannt hat. Aber offensichtlich hätte da mal mehr Brandbeschleuniger drauf kippen sollen, weil das ist nicht ganz kaputt gegangen. Das hätte man natürlich meinen können, okay, ist das jetzt wirklich ein geleaktes Konzept-Artwork? Das hätte ja jeder zu Hause zeichnen können. Ja. Aber es gibt diesen Helm in Verbindung mit der Person von davor. Wenn das nicht eine Shakespeareske Szene ist, ja, und jemand mit dem Schädel redet. Hier auch wieder der Androidenarm deutlich zu erkennen. Man sieht auch am Mund, dass wohl ein Mensch damit, dass ein Mensch in diesem Körper steckt, dass es kein Roboter ist oder ja, was ähnliches. Ach, Androiden sag ich immer, ich meine Cyborg natürlich. Ja. Ja. Sau aus. Ganz interessant, diese Person, sieht man auch auf dem nächsten Still, ist völlig alleine mit diesem Helm. In einem, glaube ich, imperialen Umgebung, wenn man sich das mal genau anschaut. Stimmt. Also natürlich ist der Bezug jetzt irgendwie klar. Das ist auch irgendwie eine finstere Gestalt mit teilweise Roboter-Körperteilen. Und da ist natürlich erstmal der größte Fan von Darth Vader. So dem Sith, der halt halb Mensch, halb Maschine irgendwie war. Und wenn wir jetzt vorher, wir haben ja eingangs gesagt, dass Andy Serkis irgendwie diese Stimme sein könnte. Wer wäre prädestiniert dafür, so eine komische halb Mensch, halb Roboter-Wesen zu sprechen, das dann auch vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat und mit dem verstorbenen Darth Vader irgendwie Gespräche führt? Wenn nicht Andy Serkis, der Motion Capture Guru. Und wenn man sich jetzt wieder die Stimme in Erinnerung ruft in dem Teaser, wie eben Andy Serkis auch ein bisschen anders klingt einfach, die Tonlage könnte gut zu dieser Person passen. Ja. Also was ich eben glaube ist, von wegen Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen, wir haben am Ende von Episode 6 gesehen, dass er dann Anakin Skywalker wieder geläutert als Jedi-Geist. Ich erkenne übrigens diese Hayden Christensen-Geist-Geschichte nicht an, die ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Solange mir Disney noch nicht die alte Trilogie auf Blu-ray anbietet, was aber passieren soll, muss ich das leider erstmal akzeptieren. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass er deswegen nicht wirklich so über die Macht Kontakt mit dem Geist aufnimmt, sondern dass er sich eben einredet, er hätte jetzt hier von Darth Vader würde er Instruktionen bekommen oder so. Und dass er deswegen mit diesem Schädel so spricht. Mhm. Auf jeden Fall, ja, wie du gesagt hast, wer ist prädestinierter für solche einsamen Szenen als Andy Serkis? Ja. Und hier ein ganz guter Indikator, wie kann denn ein einzelner Stormtrooper mitten in der Wüste aufwachen? Mhm. Das könnte es sein. Zumindest sieht dieser TIE Fighter im Gegensatz zu diesem AT-AT frisch zerstört aus. Ja. Und es ist eben in der Wüste offensichtlich, mutmaßlich Tatooine, auch wenn normale Stormtroopers nichts in einem TIE Fighter verloren haben. Ich wollte gerade sagen, gerade eben haben schon die Tasten geklackt in den Kommentaren. Du Idiot! Nur ein TIE Fighter-Pilot fliegt eine TIE Fighter. Aber gut möglich, dass der mit diesem TIE Fighter, also TIE Fighter haben ja können ja nicht den Sprung in die Lichtmauer machen, damit die eben auch nicht desertieren können. Gut möglich, dass der geflohen ist aus einem Kampfgebiet mit diesem TIE Fighter und dann irgendwo in der Wüste abstürzt. Ja, und genau, und was diesen Kampf, also im Teaser hat man ja den Millennium Falcon gesehen, wie er sich in zwei TIE Fightern anlegt oder eben vor denen flieht. Mhm. Er fliegt ja unter ihnen vorbei. Ja. Könnte sein,
Achso, hier sieht man nochmal ein Bild von einem TIE Fighter, aber den Concept Artwork bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich echt ist, weil die Stormtrooper sehen hier nochmal anders aus. Mhm. Wobei Concept Artworks sind ja nicht bindend. Das ist aber eher wieder, sieht eher wieder aus wie das ältere Design mit so ein bisschen dickeren Schulterplatten. Genau. Aber der TIE Fighter sieht dann aus wie ein alter TIE Fighter. Ja, von daher könnte es schon wieder passen und das Concept Artwork sieht eh nicht schlecht abfotografiert aus. Hier wieder ganz interessant, offensichtlich Tatooine, offensichtlich eine Basis oder, ja doch, eine Basis, eine Rebellenbasis oder neue Allianzbasis und links im Bild zu erkennen, der Millennium Falcon, wie er da steht und gewartet wird. Ja. So, und jetzt muss man sich in Erinnerung rufen, die TIE Fighter sind auf Tatooine, okay, anscheinend greifen sie jemanden an, weil sie müssen irgendwie dahin gekommen sein. Könnten sie eventuell genau diese Basis angreifen und der Falcon flüchtet vor diesem Angriff? Ja. Hier einfach ein weiteres Raumschiff, passt aber ganz gut zu dem Design mit dem anderen Raumschiff mit diesen vier Triebwerken, was man gesehen hat. Ist auf jeden Fall in sich kohärent. Hier auch ganz interessant, plündern von imperialen Material im Hintergrund der Sternenzerstörer abgestürzt, auch wieder in der Wüste. Und was das Ding da gerade wegzieht, sieht irgendwie aus wie die Rückseite von einem X-Wing. Aber da ist ja nur ein Triebwerk zu sehen und die X-Wings haben ja eigentlich vier. Also es kann auch sein, dass das so ein, wie ist dieser Z95 Headhunter, dieses Vorgängermodell, dass das ist. Also es sind wieder irgendwelche Grattler, die halt alte Technik verschrotten und zum Ausschlachten so rum. Ja, fügt sich aber ganz gut ins Gesamtbild ein. Hier auch einzelne Artworks von, wie soll ich sagen, von Zivilisten, die sich offensichtlich in einer Kantina-ähnlichen Situation befinden. Mhm. Und wenn man sich dieses Artwork anschaut, gibt es wohl auch so eine Situation. Ja. Und die Person, die hier rumforschend am Rumlaufen ist, ist eben offensichtlich die Skywalker. Ja. In dem gleichen Kostüm wie im Teaser. Zumindest sieht es hier so ähnlich aus. Also durchaus, sie ist offensichtlich auf Tatooine, um jemanden zu suchen. Ja. Passt ganz gut zu den Gerüchten, dass Luke Skywalker seit Jahren verschwunden sei in dieser Version und man ihn sucht. Okay. Das hier wieder ist jetzt ein Shot von einer weiteren Rebellenbasis, sieht aber sehr viel grüner aus, als wir das von Tatooine kennen. Aber auch wieder rechts im Bild, so die Vorderseite, dieses Stück hier vom Millennium Falcon und X-Wings, die da rumstehen und irgendwelche Leute. Also wird vermutlich nicht nur auf Tatooine spielen. Das könnte auch ganz gut Endor sein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja. Nicht Endor, Entschuldigung, Jawin. Ja, stimmt. Und da gibt es ja auch einen, also im Expanded Universe gibt es ja eine Niederlassung von den Jedis eigentlich, den Tempel. Stimmt. Hier einfach auch ein weiteres Concept Artwork. Da habe ich sofort gedacht an eine Zwischensequenz aus dem guten alten TIE Fighter, wo am Anfang Darth Vader landet und so einem imperialen Hans Wursten die Ohren lang zieht, weil der nicht performt. Und da sieht das nämlich so ähnlich aus. Da landet dann so eine, wie heißt der, Shuttle Lambda. Mhm. Da würde jetzt der geschätzte Kollege Fritz ausrasten, weil der Shuttle Lambda so geil findet. Da landet Shuttle Lambda und dann latschen die da rein und dann sagt ihr, strengen Sie sich mehr an. Auch ganz interessant, wie der Millennium Falcon wieder im Bild. Heißt wohl, der kommt ganz schön rum in dem Foto Film. Bombt halt hier überall. Der Foto bombt überall. Wird auch ganz gut dazu passen, dass, obwohl natürlich die alte Garde ja auch in dem Film ist und im Teaser übrigens abwesend, was ich einen ganz mutigen Schritt finde, weil eigentlich wäre das allererste gewesen, womit man die Leute ja locken könnte. Ja. Die haben einfach darauf verzichtet. Es ist wohl so, dass natürlich Luke Skywalker die Mentorrolle in diesem Film übernehmen wird, so wie Obi-Wan Kenobi in den alten Filmen. Und Han Solo, also Harrison Ford, eine sehr viel größere Rolle hat als Leia und Luke, weil Harrison Ford ein sehr, sehr eitler Mensch in Wirklichkeit ist, der sich nicht um solche Belange kümmert, wie wer hat zuerst geschossen und so, dem geht das tierisch auf den Sack. Der wollte ja auch in Return of the Jedi gar nicht mehr mitspielen und wenn überhaupt, dann sterben unbedingt. Ja. Er ist nicht der allergrößte Star Wars-Fan, er ist eher so ein handwerklicher Schauspieler, der auf seine Screentime sehr bedacht ist. Und man munkelt, dass er sehr, sehr, sehr drauf gepokert und gepocht hätte, dass wenn er im neuen Star Wars drin ist, dass er auch eine der Hauptrollen hat. Okay. Also damit auch sehr, sehr viel Screentime. Passt natürlich zum überall rumkommen in den Millennium Falcon. Vielleicht ist es auch nur mein allerschönstes Ferienerlebnis von Han Solo. Und er zeigt dann immer, was er da so im Urlaub erlebt hat. Hoffentlich nicht. Das Einzige, was dem ein bisschen im Weg stehen könnte, ist, Harrison Ford hat sich ja am Set den Fuß gebrochen in so einer automatischen Tür, die ihn eingeklemmt hat und er lag auch längere Zeit im Krankenhaus deswegen und musste sehr viele, die mussten den ganzen Drehplan umschmeißen. Kann sein, dass er jetzt doch ein bisschen weniger Screentime hat als ursprünglich geplant. Ja. Da darf man gespannt sein.
Das dürfte wieder die gleiche Szene sein, die wir vorhin schon gesehen haben, wo unten diese weibliche Jedi und oben der Sith und diese Person am Boden lag. Ich muss jetzt dazu sagen, das sehen wir jetzt hier gerade nicht richtig auf dem Laptop. Rechts, ich glaube, es kommt ein junger Kerl rein, wenn ich das jetzt noch aus Erinnerung richtig habe. Und für mich sieht es auch aus, als würde er freiwillig zu diesem Sith gehen. Würde er zu dieser Theorie passen, dass der sich unterwirft und von diesem Sith, also dass sich dieser Solo-Sohn dem Sith unterwirft, um da jetzt der dunklen Seite, den Künstler der dunklen Seite ausgebildet zu werden. Genau, also hier verdichten sich wirklich alle Theorien. Und auch ganz, ganz, ganz interessant, wir haben sie ja mit der rechten Hand schon gehabt, Chewbacca ist auch dabei und ihm fehlt der rechte Unterarm. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass er der mysteriöse Sith in der Kutte ist, aber Frage ist natürlich, hat er ihn in der Zwischenzeit zwischen den Filmen verloren, diesen Arm, oder verliert wird er in diesem Film? Ja. Das ist immerhin besser, also das ist ja einer der guten Dinge, warum das Expanded Universe ignoriert wird, weil da kam es ja dann mal zu dem folgenschweren Schritt, dass Chewie wirklich stirbt in einem Roman. Mhm. Und das fanden, glaube ich, die wenigsten wirklich gut. Und dadurch, dass das jetzt wieder geradconnt worden ist, Gott sei Dank. Weil ich da echt wieder gespannt bin, weil der Darsteller des Chewbacca, der ja auch wieder wirklich in diesem Film dabei ist, also wird nicht gedoubelt. Peter Mayhew, ja, genau. Er ist sehr groß, also es ist eigentlich ja ein genetischer Fehler, dass er so groß ist. Und er ist auch sehr gebrechlich. In Wirklichkeit kann der ohne Krücken, glaube ich, gar nicht mehr laufen. Oh, okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie die das in dem Film platzieren. Bitte Chewie nicht so viel rumrennen, sagen wir so. Ja. Genauso spielt übrigens Kenny Baker natürlich wieder mit, der R2-D2 spielt. Ja. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie ihn wieder in diese Blechkiste sitzen, so besetzen wie in den alten Filmen. Ja. Da war es ja wohl so, dass man ihn gerade bei den Dresden Marokko und so gerne mal da drin vergessen hat, dass da ein kleiner Mann halt in dieser Blechbüchse sitzt und in der Sonne brutzelt und alle sind zum Mittagessen gegangen. Er saß da noch drin. Er war das Mittagessen. Das Mittagessen am Ende. Ja, er spielt da wieder mit. Eigentlich frage ich mich schon, was er da dann genau macht, ob er dann einfach sowas wie ein Puppenspieler bei der Animation einfach daneben sitzt und genau bestimmt, okay, jetzt macht er Piep-Piep und jetzt bewegt er sich so und so, weil die werden ihn da nicht wieder reinsetzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also derzeit sind wir dann doch glücklicherweise ein bisschen draußen. Und als krönender Abschluss ein Lichtschwert und diesmal ein eher normales. Ja, ich glaube, dass es trotzdem noch genug Leute gibt, die auch dazu Theorien haben, warum das so nicht funktionieren kann. Das ist ja gebogen, das geht doch gar nicht. Ich finde, ja gut, aber da war ja das vom Count Dooku war ja schlimmer. Das war ja wirklich, das war wirklich wie so ein Flor. Ja, also ich hätte jetzt also wie beim Florettfechten sieht das auch so ähnlich aus wie ein Pistolengriff. Von daher fand ich das gar nicht so schlimm, im Gegenteil. Ja. In dem Fall, es sieht aber auch ein bisschen aus, wie das, als wäre es von den Veta Studios für Herr der Ringe. Stimmt. Das könnte jetzt genauso gut eine Elfenklinge sein. Isundriel, die Elfenklinge. Oder genau. So. Ja, jetzt werde ich wieder von Herr der Ringe-Fans verhauen. Wir haben hier den grünen Abschluss, aber wir haben dieses Lichtschwert noch nirgends in einem anderen Artwork hier gesehen. Entweder ist es nicht echt oder eine dritte Person schwingt dieses. Man weiß es nicht. Das war eine Menge. Das war eine große, große Menge, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall, hätte ich nicht gedacht, so vorfreudig auf diesen Film. Ich bin jetzt kein großer Fan der Prequel-Trilogie gewesen. Episode 3 fand ich wieder ganz okay, aber die ersten beiden gefielen mir eben nicht so toll. Bin aber sehr, sehr gespannt und weiß nicht, geht es dir da wahrscheinlich ähnlich? Ich bin unglaublich gespannt. Ich war es aber auch schon vorher, weil ich wirklich Großes von J.J. Abrams halte. Selbst bei seinen schlechteren Filmen, bei denen man diskutieren kann, ob jetzt Mission Impossible 3 gut ist, ob Super 8 wirklich gut ist oder nicht, man sieht einfach sein Talent, man sieht sein Talent, Geschichten zu erzählen, man sieht seine Art der Kameraführung, seine Bildsprache, was er sich dabei denkt. Mhm. Die Musik ist immer großartig gewesen, das ist jetzt nicht sein Stammkomponist. Ja. Der ist normalerweise der den Oscar bekommen hat für Up in the Air. Entschuldigung, Up. Ja. Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Das war der gleiche Komponist, der auch Lost schon vertont hat. Der ist es diesmal nicht, diesmal ist es wieder John Williams. Aber man hat ja im Trailer gesehen, dass John Williams Musik super passt. Ja. J.J. Abrams ist einfach ultra talentiert. Ist ein riesen Star Wars Fan. Ich finde, das ist immer sein ganz großer Bonus. Was viele nicht wissen, Star Trek, er war, bis Star Trek gedreht hat, war er nie ein Star Trek Fan. Der hat das nie wirklich geschaut. Man hat ihm das angetragen, hey, wenn du Lust hast, kannst du Star Trek machen. Und er hat es sich lange überlegt, hat dann die Serie und die Filme nachgeholt und hat dann ja gesagt und hat seine eigene Interpretation mit einem gewissen Respekt vor der Vorlage abgeliefert. Ja. Darüber kann man auch streiten. Ich persönlich finde diese letzten zwei Star Trek Filme fantastisch. Ich find die gut. Besonders den zweiten, der so viele Rückbezüge hat zu einem anderen Star Trek 2, um nicht so viel zu erzählen. Das könnte eigentlich nur von einem riesigen Fan sein, aber war es nicht. Ja. Und J.J. Abrams hatte das erste Angebot für Star Wars abgelehnt. Man hat es ihm angetragen, er hat gesagt, er macht es nicht, weil er selber ein so großer Star Wars-Fan ist, dass er damit nicht klarkäme und er selber lieber im Kino sitzt und sich das Ergebnis anschaut. Und sein Buddy Spielberg, der selber ein riesen Star Wars-Fan ist, hat ihn überredet, das zu machen. So, und natürlich kann man ja sagen, aus der Überredung heraus, das ist ein schlechtes Indiz.
er ist ja offensichtlich mit sehr viel Herzblut dabei. Ja. Mit der gleichen Geheimniskrämerei, wie man es von ihm kennt. Was ich immer sehr angenehm finde, genauso wie bei Christopher Nolan-Filmen, wenn man nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt. Und einfach die Art, wie er das inszeniert, das ist großartig. Das ist im besten Sinne Spielbergsche Erzählkunst. Selbst wenn der Mensch handwerklich gar nichts könnte, so viel Anerkennung, dass es ein Typ sich auf die Fahne schreibt, sich gleichzeitig mit der Star Trek und der Star Wars Fan-Community anzulegen, so ungefähr. Die Eier musst du erstmal haben. Genau, der mächtige Gehorn. Aber der kann ja auch was. Ja, das war jetzt eine riesengroße Menge zu Episode 7 und dem Trailer. Eure Meinung ist natürlich auch gefragt. Ihr habt bestimmt auch Theorien, vor allem auch Meinungen zu unseren verrückten Spekulationen. Schreibt es in die Kommentare, würde uns freuen. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Ciao.